Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge unseres Let's Plays zu Doom 3 Beef Tier Edition. In der letzten Folge sind wir ein bisschen rumgekust und ich weiß gar nicht mehr so genau, was wir gemacht haben. Wir haben einen Seelenwürfel entdeckt und ja, der ist ganz cool und mit dem kann man Bum Bum machen. Das ist so ein Artefakt, was wir gefunden haben, was im Moment auch in der Hölle ist. Und den Seelenwürfel werden wir wahrscheinlich brauchen müssen. Brauchen müssen sollen tun. Und dafür müssen wir dann halt in die Hölle. Und hier sind wir letztes Mal stehen geblieben. Auf dem Weg zur Hölle. Warum geht die ganze Zeit Elektrik kaputt, wenn ich drauf schieße? Ich mag es nicht mehr, mal Kinnwerfer rumzurennen. Ja, no risk, no fun. Blut. Und hier gibt es noch ein PDA. Von Elizabeth Monier. Ich glaube, wir hatten noch nie weibliche Personen hier bei diesen PDAs. Oder ist es überhaupt eine Frau? Weiß nicht. Mrs. McNeil. Okay. Also, Elizabeth ist natürlich ein Frauenname, aber... Hä? Weiß man das? Elliot Swan. Untersuchungsbericht. Mrs. McNeil. Ich habe Ihre offiziellen Bericht bitte um eine Untersuchung der Aktivität auf dem Mars erhalten und werde auf Bitten des Vorstands in Kürze dorthin aufbrechen, um Ihren Behauptungen nachzugehen. Wir nehmen Ihre Anschuldigung gegen Dr. Malcolm Betuga sehr ernst. Wie Sie vielleicht wissen, bestätigt der oder kommentierte die USC prinzipiell keine Fragen oder Behauptungen, die in der Presse aufgrund von Gerüchten oder Hörensagen vorgebracht werden. Man hat mich gebeten, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Sie diese Situation mit niemandem außerhalb unserer juristischen Abteilung diskutieren dürfen. Vielen Dank, Elliot Swan, Rechtsberater der USC-Geschäftsleitung. Michael Abrams. Alle Mitarbeiter von Delta Ebene 2. Um Fehler bei der Materialbeschaffung zu minimieren, lasse ich alle Zugangscodes zu sicheren Lagerbereichen ändern. Wir müssen weiterhin alles gelagerte Inventar genauestens protokollieren. Bitte aktualisieren Sie Ihre Unterlagen mit dem neuen Code für den Lagerbereich 07 auf 725. Ah. Da haben wir zwei Codes, die wir anscheinend benutzen können. Jetzt schauen wir mal. Gehen wir mal hier hin. Ich glaube, das war bei der letzten E-Mail der Code. 463. Dann war es dieses 725. Mars Buddy. So, dann müsste das dieser andere Code sein. 463. Oh, jetzt haben wir schön viele Zellen bekommen. Irgendwie geht es nicht. So, jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Leben. Wir können da mal wieder ein bisschen Chance anstellen. Ja, dafür ist der Code. Oh. Ich kann sogar Peitschentypis teleportieren. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Oh, ins Delta Labor 3. Interessant. Interessant. Sehr interessant. Schauen wir mal, was wir in Delta Labor 3 so erwarten. Uns erwartet. Was ist eigentlich mit Kelly?
Ah, Betrüger. Nerv nicht. Wie viele sind denn da? Jetzt ist erstmal keiner mehr da. Zerstöre die Brücke. Ich glaubte, wir hätten jetzt da vorne hingehen sollen. Zu sehen, was der da macht. Zugang erteilt. Wow. Okay. Ach, das war mit Zerstöre die Brücke gemeint. Gehen wir mal ins Restroom. Hast du sonst nichts zu tun, aber die ganze Zeit hier auf der Toilette rumgammeln. Schwein, Schwein. Da ist schon mal Rüstung. Ein bisschen Munition, die wir aber nicht brauchen. Aber mit der Waffe können wir gar nicht mehr schießen. Tschüss. Das Geräusch. Tschüss. Geh sterb, Junge. Verstehe ihre Sprache nicht. Ich verstehe ihre Sprache nicht. Können Sie mal bitte in Deutsch reden? Oder zumindest Englisch. War der einzigste Weg hier, ne? Oder? Ja. Ich gerade irgendwie wieder ein bisschen verwirrt. Da vorne kommen wir nicht durch. Da ist Rüstung. Da ist ein Storage, der nicht funktioniert. Da müssen wir in die Richtung, von daher. PDA. Und Frank. Irgendwas. Munitionsgürtel. Gucken wir mal, was unser PDA so zu sagen hat. Okidoki. Frank C. Rank, persönlicher oder. Ich habe über Betrugers Ideen zur Erzielung unterbrechungsloser, stabiler Übertragungen für die Teleportationseinheiten nachgedacht. Derzeit können unsere Systeme nur genug Ladung aufbauen, um die Portale ungefähr 10 bis 15 Sekunden lang offen zu halten. Genug Zeit, um ein Team hindurchzuschicken, aber nicht genug für schwerere Ausrüstung. Die Techniker von der Enpro-Anlage sagen, wir könnten die aktive Portalzeit theoretisch leicht auf 45 Sekunden ausweiten, müssen dafür aber Energie von der zentralen Datenverarbeitung umleiten und die Ausfallzeit können wir uns einfach nicht leisten. Diese Zahlenschubser sind für uns mit dem Durchrechnen ihrer Formeln eine Riesenhilfe. Der Energiebedarf für dieses System ist gigantisch. Wir saugen Energie aus drei Adern der Enpro, nur um Kammer 1 zu betreiben. Keine Ahnung, wie wir Übertragungen länger als 60 Sekunden aufrechterhalten wollen, ohne ernsthaft an eine Reorganisation des Teleport-Energieversorgungsnetzes zu denken. Ich werde eine Nacht drüber schlafen. Dr. Frank Serrano meldet sich für den Abend ab. Okay, schauen wir mal auf seine E-Mails. Data-Leitung. Sofortige medizinische Unterstützung. Bla. Dr. Serrano. In letzter Zeit melden Mitglieder des Delta-Wissenschaftsteams schwere Fälle von irrationalem Verhalten und Schlaflosigkeit. Sie führen diese Probleme auf die kürzlich durchgeführten Teleportationsexperimente zurück. Bitte melden Sie sich so bald wie möglich auf Delta-Ebene 3 zur medizinischen Untersuchung. Vielen Dank. Bitte um Unterstützung. Dr. Serrano. Derzeit können wir Ihre Bitte um zusätzliches medizinisches Personal auf Delta-Ebene 3 nicht entsprechen. Wie Sie wissen, herrscht beim medizinischen Personal seit 2 Wochen ernster Personalmangel, sodass es die zusätzlichen Aufgaben nicht übernehmen kann.
In Lagerraum D31 gegenüber dem unteren Terminalbüro finden Sie zusätzliche Verbandskästen. Der Code für den Lagerschraum 317 lautet 841. Okay, dann schauen wir uns hier mal um, ne? 841, 317. Sollte ich mir 10 Sekunden merken können. Voll schlimm, wie lange der schießen kann. Bam. Was gibt's hier noch? Leben. Da ist noch ein PDA. Han Lee. Ich glaube, den kennen wir auch schon vom Anfang. Bericht des Expeditionsdienstes. Audiolog des Verwaltungsassistenten Han Lee. 20. Oktober 2145. Da denkt man, schlimmer könnte es nicht kommen. Und dann das. Vor 2 Tagen haben Delta-Wissenschaftler eine weitere Forschergruppe durch das Portal geschickt, die zur vereinbarten Zeit nicht zurückkehrte. Funkübertragungen an die Gruppe blieben ohne Antwort. Selbst unsere LZ-Tracking-Systeme können sie nicht aufspüren. Wir fürchten, sie sind tot. Leute zu verlieren ist eine Sache. Aber unsere proprietären Technologien zu verlieren, ist eine ganz andere. Das Team hatte die neuesten BFG-Waffen dabei. Wir befürchten, dass diese Waffen denen in die Hände gefallen sind, die das Team getötet haben. Wir wissen nicht, wer oder was hinter dem Portal steckt, aber bis wir unsere Waffen finden, schlage ich vor, die Operation durch das Portal auszusetzen. Danke. Logende. Fehlende BFG-Waffen. Audiolog des Verwaltungsassistenten Han Lee. 20. Oktober 2145. Da denkt man, schlimmer könnte es nicht kommen. Und dann das. Vor 2 Tagen haben Delta-Wissenschaftler eine weitere Forschergruppe durch das Portal geschickt, die zur vereinbarten Zeit nicht zurückkehrte. Funkübertragungen an die Gruppe blieben ohne Antwort. Selbst unsere LZ-Tracking-Systeme können sie nicht aufspüren. Wir fürchten, sie sind tot. Leute zu verlieren ist eine Sache. Aber... Okay, irgendwie hatten wir das schon. E-Mail. Sicherheitsteam-Info. Wegen des Vorfalls letzte Woche wird das Delta-Sicherheitsteam zusätzlich Material in den Schränken 386 und 387 in der Nähe des ersten Teleportationskammer leihen. Sobald die Ausrüstung ankommt, ändern wir die Zugangscodes auf 836. So wie die Zugangscodes zu merken. Dekontaminierungskammer-Sequenz initiiert. Hallo. Tschüss. Oh, gerade sind die Frames wirklich ein bisschen runtergegangen. Auf 26. Stirb. Ich muss gerade jetzt mal gucken, von wo kamen wir denn schon mal. Irgendwie bin ich gerade voll verwirrt. Ach, von hier kamen wir. Okay. So viel dazu. Da haben wir jetzt alles gemacht, jetzt müssen wir in Chamber 1 rein können. Dekontaminierungsprozess eingeleitet. Dekontaminierung abgeschlossen. Einen schönen Tag. Natürlich buggen wir in der Tür fest, aber muss die Tür auch hinter uns zu? Nee. Ich speichere mal Infos um, weil ich es kann. Das waren in der letzten E-Mail. 836. Ach du meine Güte, ist da viel drin gewesen. Da können wir schon gar nicht mehr alles aufsammeln. Boom. Gab es denn nicht noch einen Weg? Na, jetzt kommen wir eh nicht mehr zurück, also. Who cares? Schauen wir mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Aber ich sehe hier mal so auf Anhieb nichts.
wie der so leuchtet. Imp. Da hinten können wir nicht hin, weil da wieder so ein Tentakelvieh ist. So, jetzt müssten wir den Teleporter benutzen, aber weil die Zeit schon wieder rum ist, machen wir das auch erst in der nächsten Folge. Also, das war die 43. Folge von Doom 3 BFG Edition. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lifemaker over and out.